So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Weiß Together und wir sind im Turm des Himmels, wenn ich das richtig sehe. Renekton ist ein bisschen trainiert worden, wie ich das sehe, der Rest allerdings nicht so wirklich. Naja, egal. Machen wir weiter. Wir haben hier, glaube ich, ja noch ein Stockwerk zu machen. Oh, und wilde Pokémon kommen hier. Ein Lichtel. Die ich aber jetzt nicht bekämpfen gerade. Haben wir eigentlich Schutz? Ja, ein bisschen Topschutz haben wir hier, das ist gut. TM65 Dunkelklaue, das ist sehr schön. An diesem Ort finden unter anderem Pokémon, die in der einer Region trainiert wurden, ihre letzte Ruhe. Sowas in der Art gibt es ja in jeder Region. Oder in fast jeder. Ich glaube, in Johto gibt es sowas nicht. So, da ich mal vermute, dass ich sowieso langsamer bin. Ja, dann ist auch gut, dass ich jetzt physisch angegriffen habe, weil die Amnesie umgehe ich damit sehr schön. Und eine weitere Lawine. Oh Gott. Bitte komm durch. Danke. Eistüte, du bist super. Da hörst du auch die 1400 EP da redlich verdient. Schnüffel ruhig rum. Ach Gott, jetzt kommt der auch noch mit dem Schmeichler daher. Ich hätte die einfach mal verhöhnen sollen. Macht es jetzt auch noch. Okay, mit Verwirrung habe ich echt kein Glück mehr in diesem Spiel. So. Walter, mach du das mal. Funkenflug. Und jetzt erst recht Funkenflug. Der Seher hat jetzt schon wehgetan. Komm weiter, komm durch. Ach Mann. Du kannst aber auch einfach mal durchkommen durch die Verwirrung, ne? Ich meine, ich habe jetzt viermal Verwirrung gehabt und jetzt waren es viermal Verwirrung und viermal selbst verletzt. Das ist keine gute Quote. Dafür, dass es eine 50-50-Chance eigentlich ist, zumindest. Bei einer 50-50-Chance gehe ich davon aus, dass zwei von vier mal selbst verletzen. Das sage ich ja dann nicht mal wirklich was. Aber bei vier von vier ist einfach bloß... nein! So... Dann heilen wir mal schnell unsere Pokémon nochmal. Ich stell gleich mal Elispin nach vorne. Kann ich mit seiner Kreuzschere wenigstens die ganzen Psycho-Pokémon one-hitten. Woher der Turm des Himmels wohl seinen Namen hat? Ach, ist der eigentlich unwichtig. Lass uns lieber eine Runde kämpfen. Das ist die richtige Einstellung. Ein Bisbark, ja natürlich. Jetzt kommen Normal-Pokémon.
Bodycheck, das wird wehtun. Ja klar, Volltreffer. Leck mich am Arsch. Ich hab heute kein Glück. Petri, mach du das. Ja, klar, der kann auch Donnerzahn. Ach Gott. Ihr regt mich alle wieder auf. Bevor du jetzt noch einen Donnerzahn machst, komm. Den lasse ich dir mal schön ins Leere gehen. Ja, also als ob er es predicted hätte. Und auch noch gefroren. Hey, leck mich am Arsch, Spiel. Kannst mich mal. Jetzt mal ernsthaft. Wie viel Pech muss man eigentlich haben? Als ob er es predicted hätte, aber ernsthaft. Da frisst es. Wehe, du machst jetzt noch einen Volltreffer. Und jetzt reicht das nicht mal. Gut, dann gehen halt die EP ins Leere. Ah, Petri hat noch Level gekriegt, das ist auch gut. Naja. Oh. Was für ein Fiasko. Weißt du, da wechselt man extra auf den Boden-Pokémon, dass der Donnerzahn ins Leere geht und dann macht er einfach Eiszahn. Seit wann können NPCs predikten? Fängt ja schon super an, dieser Part. Ja, ich lasse Edelspin mal vorne. Ich glaube zwar eh, dass wir hier jetzt fertig sind, aber... Ah, ist Frühling, Sommer. Ja, da merkt man mal, wie lange wir nicht aufgenommen haben. Danke, dass du gekommen bist. Was ich da vorhin gesehen habe, war tatsächlich ein verletztes Pokémon. Aber keine Sorge, es ist wieder in Ordnung. Ich habe ihm einen Top-Beleber gegen ihn. Es war ihm nur wieder fit genug, um sich in die Lüfte zu schwingen. Ich habe ganz schön scharfe Augen, was? Allerdings sollte es beim Piloten auch nicht anders sein. Ach ja, wo du schon mal hier bist, wirst du dich vielleicht einmal die Glocke erklingen lassen? Die Glocke oben im Turm des Himmels beschäftigt die Seele der Pokémon. Auch in den Herzen der Menschen hallt ihr Klang wieder. Das ist die Glocke des Turmes des Himmels. Lass es erklingen. Jap. Yep. Mach mal. Die Glocke erfüllt die Umgebung mit ihrem wohligen Klang. Welch ein lieblicher Klang. Du bist wirklich ein gütiger Mensch, Black. Du und stark bist du auch. So, dann will ich dich dir mal noch einmal vorstellen. Ich bin Geraldine, die Leiterin der Arena von Panaero City. Und ich benutze Flug-Pokémon. Wenn du soweit bist, dann komm doch bitte in meine Arena. Du bist dort herzlich willkommen. Ja, in die Arena gehen wir jetzt. Und vielleicht habe ich auch noch genug Zeit, die auch fertig zu machen. Mal schauen. Wäre ja die dritte Arena, die ich hintereinander mache. Ich würde sie allerdings auch dem guten Koto mal, ich würde sie ihm eigentlich gönnen. Sonst bin ich ja zu weit voraus. Ich meine, momentan steht es 3 zu 2 mit den Orden. Ich habe 3, Koto hat 2. Kann er eigentlich ruhig noch einen machen. Aber selbst wenn ich den jetzt mache, dann kann er immer noch ein Unentschieden rausholen. Ach ja, stimmt. Hier war ja alles... Sind unsere Select-Items gelöscht worden? Nee, die sind noch da, oder? Ach, Moment, ich habe den Knopf woanders hingelegt. Ich habe mich schon gewundert, ja... so viel dazu. So, dann sind wir auch schon wieder in Panaero City.
nachdem unsere Pokémon ja schon geheilt sind. Ja, Schutz hört wirklich immer im passenden Zeitpunkt auf zu wirken. Hier war doch irgendwo was, oder? Ach, oder haben wir das schon geholt? Okay. Hier, nimm dieses Tafelwasser. Yay, noch mehr Tafelwasser. Ja, das hier bleibt uns versprochen, wusstest du, dass Flug-Pokémon überraschend anfällig gegen Attacken von Gestein, Elektro und Eis sind? Wenn du Attacken und Pokémon dieser Typen einsetzt, drückt der Sieg in greifbare Nähe. Ach ja, in dieser Arena kommst du übrigens weiter, indem du in die Kanonen hineinkriegst. Du kannst aus vielen Richtungen hineinklettern. Ja, das kann man. Und hier in dieser Arena sehe ich kein Problem, sie zu schaffen. Denn wir haben sowohl Elektro-Pokémon als auch Eis-Pokémon als auch Gestein-Pokémon in unserem Team. Daher sehe ich jetzt hier kein großes Problem. So. Arbeiter Cooper und ein Navitaupada. Dafür habe ich mein Elispin. Der hat zwar als Nebentyp noch Käfer, aber mein Gott, der Elektro-Typ gleicht die Flugschwäche davon eigentlich aus. Und noch ein Navitaup, sehr schön. Nachdem da gerade ein Volltreffer gelangt hat, müsste jetzt ein Voltwechsel reichen. Naja, zumindest wenn er nicht vorher scannt. Level 33. Ja, wo fliegen sie denn? So. Dann geht doch bitte mal. Stellen wir denn jetzt nach vorne? Macht Nick mal weiter. Ich bereite mich gründlich vor, um noch luftigere Höhen zu erreichen. Arbeiter Ethan. Er hat ein Picolente. Na super. Das einzige, womit ich mit Nick jetzt überhaupt nichts gegen habe. Ach Gott. Das möchte ich dann doch mal kurz wieder mit ihm machen. Weil er kann den schönen One-Hitten. Einem schönen Elektronetz. Ein Fleeknäuel, ja, das kann ich jetzt mit Nick machen. So, geben wir ihm eine Kalklinge, weil er ist ja eher in der speziellen Defensive stark. Na gut, wenn wir nicht zurückschrecken würden. Und jetzt ist er erst recht in der speziellen Defensive stark. Hätte ich gern schon eine Wasserdüse, aber die haben wir ja leider noch nicht. Der boostet sich in die Unendlichkeit. Hätte der jetzt seine versteckte Fähigkeit, Wankelmut, dann wäre er mit seiner Spezialverteidigung schon auf plus 6 gewesen, nach dem Boost. So, hier in diese Kanone rein. Ich bin der Pilot geworden, der ich seit meiner Kindheit schon immer sein wollte. Ich bin sehr stark, dann legen wir los. Jetzt lassen wir es krachen. Pilot Patrick.
Und schon wieder ein Pikulente. Ich glaub's ja nicht. Schicken wir unseren Experten für Wasserflug-Pokémon da mal wieder rein. Senk ruhig meinen Angriff. Macht mir nix. Hier frisst das Elektronetz. Und Symbolara. Ich weiß nicht, ob ich das mit ihm machen will. Andererseits muss Nick da auch irgendwann mal durch. Ich will mit ihm endlich seine Wasserdüse haben. Ja, mit Synchro-Lärm erreichst du nichts. Wir haben keine Typen gemeinsam. Ja klar, die 5% Chance, dass die Keilklinge daneben geht. Das Lichtschild kommt ein bisschen spät, Jungchen. Und vor allem war es sinnlos, wenn ich physisch angreife. Level 33, sehr schön. Und da kommt endlich die Wasserdüse. Ja, eine Attacke bitte vergessen. Und zwar den Schaufler. Das Siederwasser brauche ich nämlich noch vorübergehend. Wir verlieren langsam wieder an so von Höhe. Alles klar, Monsol-Landung. Oder was immer er auch gerade gesagt hat. So, Walter darf jetzt noch nach vorne. Hier müssen wir von der Seite rein. Dann hier durch. Und den nächsten Piloten. Das Ziel ist anvisiert. Ich werde mich mit meiner Flugtechnik zu Boden bringen. Ja, dann mach mal. Mach mal. Pilot Darius. Er hat einen Fassasnob. Na dann. Funkenflug. Tja, Verhöhner bringt dir jetzt nichts. Ich hatte nicht vor, Statusattacken zu verwenden. Ich habe zwar eine mit Kraftschub, aber. Nicht vorgehabt, mich zu boosten. Und da gibt's Level 33 für Walter. Wie ist das möglich? Ich habe ein Ziel verfehlt. Ups. Den stellen wir jetzt dann nach vorne. Petri darf mal wieder. Der Sicherheitscheck war perfekt. Indikatoren für eine Niederlage bei 0%. Arbeiter Adam mit einem Fletiamo. Bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt mit Akrobatik oder mit Antikkraft mehr Schaden mache. Allerdings bin ich da schon fast für die Antikkraft. Okay, ab jetzt ist die Akrobatik. Mal schauen, vielleicht kriegen wir ja einen Stat-Boost. Wäre ja zu schön gewesen. Dann macht er noch eine Amnesie. Und da
haben wir ihn auch besiegt. Und Feuer! Feuer! Und jetzt werden wir an die Wand geklatscht. Bäm! Das muss doch wehtun! So, ich habe noch 4,5 Minuten. Was haben wir denn an Heil-Items noch so dabei? Für Nick. Elespin. Und nochmal. So, das sollte reichen. Mit was fängt sie denn an? Egal mit was sie anfängt, Petri kann es kaputt machen. Ich hab dich schon erwartet. Na, wie ist dir das Spezialtraining mit den Kanonen bekommen? Immerhin ist sie der ganze Stolz der Räder von Panero City. Hoffentlich hast du Lust auf mehr, denn jetzt wird mich dir ganz allein. So, Geraldine. Ein Flitiamo. Nachdem sich das Biest höchstwahrscheinlich gleich wieder boosten wird, werde ich gleich mal mit Akrobatik draufhauen. Oh ne, er fängt mit Herzstempel an. Natürlich zurückgeschreckt. Jetzt kommt er mit der Amnesie daher. Gut, zumindest bin ich noch über der Hälfte der HP. Damit mache ich noch meinen ganzen Schaden. Und One-Hit KO. Level 34 für Petri, sehr schön. Svarones, ja, da möchte ich wechseln. Nämlich ist da Elespin das Beste, was ich reinschicken kann. Nachdem das Biest ja eine doppelte Elektroschwäche hat. Gib ihm einen Ladestrahl. Der macht einen Wasserring. Oh, das hat nicht mal gereicht. Das erstaunt mich jetzt ein bisschen. Ein Hypertrank. Oh, jetzt reicht das Elektronetz aber auf jeden Fall. Denn ich habe einen Boost im Spezialangriff bekommen. Das gibt 1857 Erfahrungspunkte und Level 34 für Elespin. Und Ampelleute versucht zu lernen. Ja. Darfst du lernen. Ich frage mich jetzt nur gerade für was. Aber ich glaube, ich mache den Voltwechsel mal kurz raus. Kann ich ihm notfalls ja wieder beibringen. Und ein Fasersnob. Damit die Eistüte auch noch was gemacht hat hier. Ein weibliches Fasersnob. Okay, Klingensturm. Warum auch immer du so eine schlechte Attacke im Moveset hast. Ich meine, die Attacke ist ja nicht mal irgendwie stark oder so. Und tschüss, Fasersnob, das war's. So, vielen Dank, durch den Kampf mit dir bin ich stärker geworden. Du bist ein einmaliger Pokémon-Trainer. Meine Pokémon und ich hatten schon lange nicht mehr solch ein packendes Gefecht. Wir sind hier jetzt noch völlig aus dem Häuschen verglückt. Hier hast du den offiziellen Orden der Pokémon-Liga. Hoffentlich steht er dir. Orden Nummer 4 in meinen Händen und insgesamt der 6. Orden in diesem Spiel. Sehr schön. Das ist ja kaum zu glauben. Bei all den Orden, die du ergattern konntest, gehorchen dir nun sämtliche Pokémon bis Level 70. Und als Zeichen meines Dankes für den grandiosen Kampf eben möchte ich dir diese technische Maschine geben. Akrobatik, yay. Das einzige Pokémon, das damit was anfangen kann, kann sie allerdings schon. Mein Geschenk Akrobatik ist eine etwas komplizierte Attacke, die eine große Wirkung entfaltet, wenn das Pokémon kein Item trägt. Gleich ja dadurch den Nachteil von Pokémon aus, die keine Items tragen.
Ach, was ich noch sagen wollte, als ich neulich über den Wendelberg nach Nevaio City geflogen bin, glaubte ich aus der Luft, die Schurken von, wie war noch gleich ihr Name, ach ja, Team Plasma ausgemacht zu haben. Sie bewegten sich auf die Stadt zu. So, den Spaß gebe ich mir jetzt noch. Und dann, ja, das war das Ende von meiner Folge. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, viel Spaß.